Obwohl es wahrscheinlich selbstverständlich ist, möchte ich zu meinem Thema, gibt es Schriftauslegung in der Musik, zuvor den präzisierenden Zusatz machen. Der Begriff Musik meint in meinem Kontext ausschließlich die europäische komponierte Musik, also dasjenige Korpus von musikalischen Aufzeichnungen, das man unter dem Begriff der europäischen Kunstmusik zusammenfasst und das rund 1500 Jahre Komposition in Europa repräsentiert. Darüber hinaus verstehe ich einen hermeneutischen Zugang, wie er im Tagungsprogramm angekündigt worden ist, als die Vorgehensweise, die sich zwischen der Beobachtung und der Beurteilung der Phänomene hin und her bewegt, die also den eigenen Standpunkt und die Sache bei jedem Schritt neu zu beschreiben, sich bemüht. Im Übrigen biete ich Ihnen hier so etwas wie eine Vergegenwärtigung an. Also ich trage keine neuen Forschungsergebnisse vor, sondern bemühe mich lediglich, das Grundlegende und Offenkundige zusammenzutragen. Erstens der Gemeinplatz Musik und Gefühle. Wer nicht gänzlich unmusikalisch ist und aus diesem Grund komponierter Musik nicht folgen kann, empfindet grundsätzlich bei ihrer Rezeption erstens, dass Zeit vergeht, zweitens, dass diese Zeit auch eigene Lebenszeit ist, weil das Hören ein aktiver Vorgang ist und wir folglich involviert sind. Schließlich drittens, dass es außerhalb des Hörers, also außerhalb unserer selbst und im Hörer in uns Bewegung gibt. Bewegung im weitesten Sinne. In uns etwa die Körperbewegung wie das Atmen, der Herzrhythmus oder auch das unwillkürliche Fußtappen bei einem starken Rhythmus. Außer uns physische Bewegung in der Luft, Bewegung der Saiten, also akustische Schwingungen und Bewegungen im übertragenen Sinn wie Tempo und Rhythmus, das Höher und Tiefer von Tönen, die Aufeinanderfolge von Tönen überhaupt, früher und später. Daneben gibt es eine räumliche Vorstellung musikalischer Vorgänge, die der menschlichen Gestik korreliert. Auf und nieder vor allem oder drehend oder so etwas sind solche Vorstellungen. Sie sind in verschiedenen Hörertypen sehr verschieden stark ausgebildet. Diese Bewegungen, also sowohl die, sagen wir, musikalische als auch die, sagen wir, subjektive des Hörers, korrelieren miteinander. Tun sie das nicht, kann man nicht eigentlich vom Hören gerade dieser zum Zeitpunkt des Hörens erklingenden Musik sprechen. Lautstärke, Obertonbeschaffenheit zum Beispiel von Blechblastönen oder schnell aufeinanderfolgende Töne beschleunigen den Puls eines Hörers und spannen seinen Körper. Langsame, leise Töne beruhigen den Puls eines Hörers und entspannen seinen Körper. Die Korrelation erfolgt größtenteils über die Inbewegungssetzung des Trommelfells im Ohr. Das sind die physiologischen Vorgänge, die sich naturgesetzlich beim Hören von Musik ereignen. Musik dringt also sehr viel stärker körperlich wahrnehmbar als etwa in der bildenden Kunst, dringt in das Innere des Menschen ein. Wir nehmen Musik als eine vielschichtige und vielgestaltige Bewegung in unserem Inneren wahr. Und dieses Innere sind nicht nur unsere inneren Organe, sondern auch und gerade unsere Psyche, unsere Vorstellungskraft, unsere Einbildungskraft, Fantasie, Erinnerungsvermögen, Assoziationsfähigkeit und was der psychischen Fähigkeiten mehr sind. Was wir also im Zusammenhang mit dem Musikhören in unserem Inneren wahrnehmen, sind reale Bewegungen. Man könnte auch so sagen, da Musik ein physikalischer Vorgang ist, der über das Trommelfell des Hörers die Bewegungen der äußeren Welt in das Innere des Hörers überträgt, hat es der Hörer mit einer von außen durch den musikalischen Verlauf gesteuerten und mit ihm korrelierenden inneren Bewegung zu tun. Wir sagen, ich bin bewegt und bringen damit einen psychischen Vorgang zum Ausdruck. Da die Sprache, wo sie nicht künstlich verbogen wird, nicht lügen kann, sollten wir einen solchen Ausdruck durchaus ernst nehmen.
Das, was der Ausdruck "Ich bin bewegt" meint, ist genau das, was beim Musikhören stattfindet. Wie könnte man nun zu den Gefühlen kommen, die angeblich von der Musik transportiert, in uns hervorgerufen oder von der Musik ins Werk gesetzt werden? Ich bin bewegt heißt nicht, ich bin fröhlich oder ich bin traurig. Bewegung als solche hat keinen inhaltlichen Charakter, sondern nur einen formalen. Sie ist schnell oder langsam. Aber Bewegung ist nicht beklommen oder verliebt. Aber genau eine solche Zuordnung benötigen wir, wenn wir die Musik mit Charakteradjektiven belegen wollen, entweder die Musik selbst oder unsere durch die Musik ausgelösten Empfindungen in unserem Inneren. Nur wenn wir eine Verbindung von der Bewegung zu einem Charakter herstellen könnten, wäre es möglich, von der musikalischen Komposition Gefühle zu erwarten. Und dies ebenfalls in doppelter Ausführung, sowohl in der Musik als auch in unserem durch die Musik bewegten Inneren. Wie man von der Bewegung in und durch Musik zu den Gefühlen kommen könnte, zu solchen Diktats zum Beispiel wie "die Musik sei die Sprache des Herzens" oder ähnlichem, ist durch die Nähe der Worte "motio" und "emotio" hinreichend klar. Allerdings wird dieser Schritt, nur weil er klein ist, dadurch in Bezug auf die Musik nicht sinnvoller. Denn das entscheidende Moment macht den Unterschied. Die Emotion hat im Gegensatz zur Motion, zur Bewegtheit, einen Inhalt. Freude, Trauer, Verzweiflung, Verliebtheit, Rache oder Hoffnung sind solche Inhalte. Und diese, die ich gerade aufgezählt habe, haben es in Varianten in die Standardisierung und damit in den Katechismus der Emotionen geschafft, den die Affektenlehre in der Musiktheorie des 17. und 18. Jahrhunderts zusammengestellt hat. Ihre Väter sind schon Platon und Aristoteles und Quintilian, wie wir gerade gehört haben. Platon und Aristoteles haben ihre Affektenlehren allerdings mit den Tugend- und Staatslehren verbunden. Affektenlehren haben sich in der antiken Tradition auch in einem Teil der mittelalterlichen Philosophie erhalten und schließlich sind sie dann in reichlich veränderter Gestalt mehr oder minder kanonisiert im 17. und 18. Jahrhundert auch für die komponierte Musik formuliert worden. Für unser Thema würde ich sagen, ohne näher auf die Inhalte der musikalischen Affektenlehre einzugehen, es gibt nur einen Affekt, der ganz bei der Affektenlehre fehlt und den ich für ganz besonders wichtig in Bezug auf das Musikhören halte. Den würde ich nennen die Erhebung oder die Erbauung oder so etwas, das Sursum Corda. Genau dieser Affekt wird nirgends in der einschlägigen Literatur erwähnt und das hat seinen guten Grund, denn es ist ein inhaltsleerer Affekt. Dazu gleich mehr. Für die neuzeitliche Affektenlehre entscheidend ist der Umstand, dass sie eine Modeerscheinung des 17. und frühen 18. Jahrhunderts ist. Sie wird durch die zu ihrer Zeit innovative Gattung der Oper befördert und Musiktheoretiker wie Praetorius, Mersenne oder Kircher oder bereits schon zusammenfassend Johann Mattheson haben diese Lehre dargestellt. Eine Systematisierung und Kanonisierung der Affektenlehre hat dann Friedrich Wilhelm Marburg geliefert. Der springende Punkt bei dieser Lehre ist die als Grundlage aller Ästhetik verstandene, ganz unreflektiert vorausgesetzte und niemals problematisierte These, dass Musik, wie die anderen Künste auch, schließlich und endlich moralischen und erkenntnistheoretischen Zwecken dienen könnte. So hat Alexander Gottlieb Baumgarten in seinen Ästhetika Kunst insgesamt aufgefasst. Seine bemerkenswerte Position darf ein Laie wie ich vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Erkenntnis ist nicht nur auf der höheren Ebene des logisch strukturierten Denkens möglich, sondern auch auf der niederen Ebene der Sinneswahrnehmung, Aesthesis.
Was dabei völlig unreflektiert mit einfließt, ist die Meinung, Musik könne, ebenso wie Malerei oder Poesie, einen Inhalt, zum Beispiel die Situation der Freude, darstellen. Das wird vorausgesetzt. Dass die Malerei dies, wenn sie es denn kann, auf eine ganz andere Art tun muss als die Poesie, weil sie nicht mit Worten arbeitet, sondern mit Zeichnung und Farbe, und dass die Musik nun wiederum nicht die Mittel der Malerei und nicht die Mittel der Poesie verwendet, hat Baumgarten in dieser Prämisse unterschlagen. Er war der sehr vernünftigen Auffassung, man solle sich in den Künsten auch technisch auskennen, um ein guter Ästhetiker zu werden. Aber diese sehr vernünftige und nur leider oft allzu oft von seinen Philosophenkollegen nicht befolgte Position wird nun auf der Ebene des praktischen Wissens über die Künste gefordert. Sie hat keine Konsequenz für die Formulierung der Prämisse. Nachdem Baumgarten also musikalisch, musiktheoretisch Terzen und Quarten studiert hatte, weil er ein gründlicher und verantwortungsbewusster Student war, vergaß er wieder, was er gesehen hatte, sobald er in seinem System der Ästhetik arbeitete. Und so haben es fast alle Philosophen und Ästhetiker bis heute gehalten. Wir reden immer noch über Inhalte, nachdem wir die lästige oder auch interessante Seite der Musik, ihre systematische Verfasstheit, zur Kenntnis genommen haben. Wir bringen die Dinge nicht zusammen, weil sie seit 250 Jahren nicht zusammengebracht werden. Und weil, unter uns gesagt, diese Trennung von Kunstspezifik und Ästhetik überhaupt erst dem Großteil der an der Diskussion Beteiligten ermöglicht, sich zu beteiligen. Kaum ein Philosoph und mit Verlaub auch so mancher Theologe könnte gar nicht mitreden, wenn es um Musik und ihre ästhetischen Vermögen geht, wenn sie dabei Quintenparallelen und die regelgerechte Auflösung eines doppelten Leittons mit ins Kalkül zu ziehen hätten. Das aber muss man, denn nur diese Vorgänge konstituieren, was wir Komposition nennen. Wir bleiben, auch wenn fast 300 Jahre Ästhetik das gerne anders hätten, dabei stehen, dass wir Bewegtheit empfinden können beim Hören von Musik, nicht Inhalte. Denn Quarten und Doppelleittöne haben keinen Inhalt. Daher, dass Sursum corda sehr wohl möglich ist. Die Reue, die Trauer, die Freude hingegen unmöglich in einer konkreten Komposition auszumachen sind. Die Kunstspezifik steht der Ästhetik im Wege. Zweitens, Musik und Inhalte. A, vereinbarte Inhalte. Die europäische Komposition ist, wie Thrasybulos Georgiades es nannte, an der Sprache groß geworden. Komposition war bis ins 14. Jahrhundert bloßer Sprachvortrag und vielleicht seit den Franco-Flamen auch Sprachvertonung. Ohne die Sprache ist die kompositorische Arbeit gar nicht denkbar, also als historischer Prozess. Die frühesten Melodielehren entlehnen ihre Gliederungen, Kolon, Semikolon und Punktum aus der Sprache und gestalten die melodischen Verläufe nach diesen grammatischen Kriterien. Ebenso werden die frühesten Phrasierungen, also die Zusammenstellung von wenigen bis vielen Tönen unter einem Atem, aus der sprachlichen Betonung und Länge der Silben abgeleitet und so weiter und so weiter. Diese Elemente begründen den musikalischen Sprachvortrag. Es handelt sich dabei um musikalische Analoga zur vorzutragenden Sprachstruktur, und die auf diesem Wege gefundenen musikalischen Vorgänge ermöglichen eine feine Korrelation von Prosodie und Melodie. Im Laufe der sehr intensiven Geschichte dieser Korrelation entwickelt die europäische Komposition eine Vielzahl von musikalischen, häufig zu Topoi geronnenen Gestalten, die im Zusammenhang mit wiederkehrenden Inhalten wiederkehren. So hat sich zum Beispiel die sogenannte Lamento-Quarte herausgebildet. Eine spezifische Ausgestaltung eines Quartintervalls,
vorzugsweise in einer tieferen Stimme, beim Vortrag eines klagenden Textinhaltes. Da da di da 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 di da 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 da. Entschuldigen Sie meine Stimme. Natürlich ist nicht die chromatische Stimmführung klagend, sondern der Textinhalt. Aber durch die hundertfache Verbindung des Musikalischen mit dem inhaltlichen Topos können wir assoziieren. Wir lernen. Wenn also nun ein Komponist eine Lamento-Quarte in einem rein instrumentalen Stück anbringt, werden wir sagen, ich höre eine Lamento-Quarte. Das Stück betrauert irgendetwas. Und meist wissen wir aus dem Titel des Stücks, was betrauert wird. Das würde ich einen vereinbarten Inhalt nennen. Und zwar ist dieser Inhalt auf auditiver Ebene vereinbart. Wir brauchen nichts zu sehen und nichts zu lesen, sondern nur zu hören, um den gemeinten Inhalt aufzurufen. Dass wir im Beispielfall immer noch nicht hören können, wer oder was betrauert wird, lassen wir jetzt einfach beiseite. Das habe ich ja oft genug gesagt. Wir haben uns im Lauf der Jahrzehnte also darauf geeinigt, oder sagen wir besser der Jahrhunderte, darauf geeinigt, die chromatische Abwärtsbewegung, die eine Quarte umfasst, als Trauertopos zu assoziieren. Diese Form des Aufrufens vereinbarter Inhalt macht die Validität des gesamten Komplexes der Leitmotivik bei Richard Wagner aus. Und sie erfasst genauso alle Figuren des 17. und 18. Jahrhunderts. Immer geht es darum, zu lernen, was eine bestimmte musikalische Phrase bedeuten soll. Nicht, was sie bedeutet, sondern was sie bedeuten soll. B. Nicht vereinbarte Inhalte. Nun kann man nicht immer eine Leitmotivtafel herausgeben oder eine Figurenlehre publizieren. Manche Verbindungen von Inhalt und musikalischer Phrase möchte man als Komponist gerne spontan und unmittelbar kommunizieren. Der entscheidende Satz lautet dann, na, das kann man doch hören. Also an dieser Stelle werde ich empfindlich. Denn mir scheint die Frage zu sein, wie unser hochentwickelte und am Sprachvortrag groß gewordene Musik mit allen möglichen Texten in Berührung gekommen und immer wieder im Laufe von 1500 Jahren mit Sprachinhalt konfrontiert, wie unsere Musik die Hervorbringung von Emotionen und Inhalten bewerkstelligen soll. Das müsste sie ja nach einer anderthalbtausendjährigen Praxis und Theoriebildung können. Zu einer solchen Herstellung von Inhalten ist unzweifelhaft ein Verfahren von Analogiebildung nötig. Das Verfahren der bildenden Kunst speziell nennt man mimetisch. Aber auch wenn Erich Auerbach 1946 gezeigt hat, dass sich die künstlerische, mimetische Arbeit auf Literatur und bildende Kunst in sehr unterschiedlichen Formen beschränke, gibt es unverdrossene Kämpfer, wie zum Beispiel Georg Lukács, die im Rundumschlag den Künsten überhaupt mimetische Arbeit zuschreiben. Um einen Blick auf die Gegebenheiten zu werfen, muss man jedoch fragen, welches Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Welt, wie Lukács sagt, muss die Musik haben, damit sie abbilden kann. Sie müsste an der Welt teilhaben, indem sie irgendeine Lebensform reproduziert, situativ oder psychologisch oder agierend. Letzteres ist, wie zu Anfang gezeigt, in bestimmten Grenzen sehr wohl möglich, in der Form der Bewegung. Und wir sind imstande, Bewegungen auf situative oder psychologische Inhalte zu beziehen. Deshalb gibt es zum Beispiel auch den Mimen. Er verkörpert dieses menschliche Vermögen in Nutze. Die Komposition dagegen hat nicht Teil an unserer Welt, sondern man beschreibt sie am treffendsten als die Exploration eines auf der Zahl aufgebauten Systems, des Tonsystems, das in sich funktioniert wie Multiplikation und Division und das ausschließlich über den schmalen Grad der Bewegung mit uns
und in uns mit der Welt kommuniziert. Musik ist ein selbstreferenzielles, nicht ein mimetisches System. Drittens, Musik und Interpretation. Erst wenn wir diese Voraussetzung akzeptieren, können wir nach meiner Überzeugung überhaupt ermessen, welche Macht, welche Kraft und Menschlichkeit, welche Kultur in der komponierten Musik Europas im Laufe ihrer Geschichte akkumuliert wurde. Eine Kraft, die uns anrührt, die uns bewegt und die wir, weil wir kein Wort dafür haben, Schönheit nennen müssen. Also mit Scheinen hat das ja bei der Musik nichts zu tun, aber wir müssen sagen, schön. Man könnte diese Schönheit Ausdruckskraft nennen. Ich wäre eher dafür, sie vielleicht Intensität zu nennen oder so etwas. Es geht dabei um eine Vereinigung von vielen verschiedenartigen musikalischen Gestalten, die das Innere des Hörers intensiv und stets präsentisch, also in unmittelbarer zeitlicher Gegenwart prägen. Hier möchte ich sehr gerne das Stichwort der Aktualisierung von Frau Nassauer aufgreifen, das mir genau das entscheidende Ereignis in der Interpretation zu sein scheint. Oder auch, wie Bach freundlich und ein bisschen naiv sagt, das ist der Gnadengegenwart. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Einwirkung auf die Hörerpsyche. A, der Hörer versteht, was technisch in der Komposition vor sich geht und setzt die kompositorischen Vorgänge zu Lebenssituationen assoziativ in Beziehung. So assoziiert man etwa Fugenkompositionen gerne mit der Vorstellung von Arbeit, weil man den Eindruck hat, das Thema sei eine Art Gegenstand, werde verschiedenen Prozessen unterworfen, eventuell dabei verändert. Und weil man weiß, dass in einer Fuge technisches Können und das Studium des Tonsystems, je intensiver, desto erfolgreicher für den Fugensatz, nötig sind. Der Hörer hört einen Text im Sinne von Textur, Gewebe oder Struktur, der musikalisch vorgetragen wird und dessen Vortrag er hörend nachvollzieht wie einen Weg, den man entlangläuft. Auch hier bewegt man sich. B. Der Hörer versteht nicht, was technisch in der Komposition vor sich geht. Er rezipiert daher eine musikalische Bewegung unreflektiert und assoziiert sie gemäß der eigenen Wahrnehmung dieser Bewegung in seinem Inneren. Der Hörer assoziiert irgendetwas, das er von der Musik herkommend glaubt. Es handelt sich aber um eine Bewegung, die sich in seinem Inneren vollzieht. In diesem zweiten Fall kommt es ganz und gar auf die Erfahrungswelt des Hörers an, was er assoziieren wird. Ein Theologe assoziiert möglicherweise Bibelzitate, eine Mutter assoziiert möglicherweise Kinderspiele, ein Biologe vielleicht Pflanzenformen. Nur ein Musiker hört zu. Und da sind wir wieder beim ersten Fall. Ein vernünftiger Musiker wird alle Assoziationen, die man ihm zu einem Musikstück mitteilt, gelten lassen. Denn wie soll er die Erfahrungswelt seiner Mitmenschen beurteilen können? Und warum sollte die assoziative Verknüpfung mit der einen Erfahrungswelt besser, richtiger, enger sein als eine andere, wenn die Musik ohnehin ja solche Assoziationen nur auslösen, aber nicht bestimmen kann? Wie soll der Musiker sie dazu bestimmen, eine Wendung in Smetanas Moldau für die Flusskurve bei Rosenberg zu halten? Wir akzeptieren eine solche Bestimmung häufig fraglos. Danke. Wir akzeptieren eine solche Bestimmung häufig fraglos, weil wir meinen, Smetana könne sich einer derartigen Deutungshoheit über seine Komposition bemächtigen. Aber der Komponist ist, wenn er bestimmte, konkrete Inhalte musikalisch transportieren will, auf die Verabredung angewiesen. Eine andere Möglichkeit hat er nicht. Das hat Wagner
der unter allen Umständen die Deutungshoheit über seine Werke in der Hand behalten wollte, klarer erkannt als jeder andere. Nun, wenn es sich um Vokalmusik handelt, also gleichzeitig mit der erklingenden Musik Textinhalt ausgesprochen wird, kann die Assoziation gelenkt werden. Und zwar bei den meisten Menschen primär vom gesungenen Text aus und dann sekundär in die erklingende Musik übergehend. Wenn ich bereits eine Vorstellung aufgrund des Textinhaltes assoziiere, wie soll ich der sekundären Schicht der gleichzeitig erklingenden Musik eine andere Assoziation zuordnen? Und warum sollte ich das tun? Auf diese Weise funktioniert das Verständnis von Vokalmusik, das wir für ein inhaltliches halten. Nun liegt es nahe, auch die Musik so deuten zu wollen wie die anderen Künste. Wir haben es uns derart intensiv angewöhnt, Kunst zu deuten, dass wir meinen, es entstünde eine defizitäre Situation, wenn wir es nicht tun. Folglich suchen wir die Figuren bei Bach oder bei Mendelssohn und wir bemühen, belasten die Assoziationen, die wir haben, bis hin zum »So muss es sein«. Ich erinnere nur an die großartigen, wenn auch fehlgegangenen Verknüpfungen Beethovenscher Werke mit den Meisterwerken der europäischen Dichtung durch Arnold Schering. Derselbe Schering hat auch in der Bach-Forschung eine große Rolle gespielt und seine wunderbare literarische Begabung für die faszinierende, aber völlig subjektive Interpretation der Matthäus-Passion oder der Kantaten des Weihnachtsoratoriums spielen lassen. Der Punkt ist nicht, dass man interpretiert, gemeint assoziiert. Der Punkt ist nicht, dass man nicht interpretieren dürfte, dass man nicht assoziieren dürfte. Der Punkt ist, dass man wissen muss, dass man selbst nur eine unter vielen möglichen Deutungen liefern kann, weil über die Bewegtheit hinaus alles von der Person des Hörers abhängt. Ich glaube, dass die kantische Formulierung des intersubjektiven Urteils, eines subjektiven, aber zwischen Subjekten kommunizierbaren Urteils, sehr gut auf die Urteile über musikalische Komposition zutrifft. Wir nehmen den Begriff der Subjektivität nur meist leider als eine Art Freibrief der Deutung und nicht als die Begrenzung der Gültigkeit des Urteils, als die Kant ihn dachte. Um schließlich auf eine Formulierung in der Einführung ins Thema durch die Veranstalter zurückzukommen, der Mehrwert, den die musikalische Beteiligung am Vortrag von Bibeltexten liefern kann, besteht, soweit ich das sehen kann, in der intensivierten Lebhaftigkeit der inneren Bewegung des hörenden Menschen, also in einem Zustand, den man Sursum Corda nennen kann, in der höheren, intensivierten Bereitschaft der Aktualisierung. Gegen eine Erhöhung der Konzentration ist übrigens bei keiner Tätigkeit irgendetwas einzuwenden. Ich fasse zusammen. Bewegung ist das Tertium Comparationis, das die Rezeption von Musik im Inneren des Hörers ermöglicht. Inhaltliche Assoziationen können von der Musik unter dieser Bedingung unterstützt oder ausgelöst werden. Konkrete Inhaltlichkeit ist nur auf dem Wege der Verabredung in der Figurenlehre und ihren Spielarten zu assoziieren. Alle andere Assoziation ist möglich, bleibt jedoch subjektiv unverbindlich. Die komponierte Musik als Exploration eines auf Zahlenverhältnissen gegründeten selbstreferenziellen Systems liefert keine Inhalte. Es ist also nicht die komponierte Musik, die die Schrift auslegt, sondern der lesende Mensch. Dieser kann sein Verständnis des Gelesenen höchstens über verabredete Zeichen in der Musik transportieren. Wenn wir bewegt sind durch die Schönheit von Bachs Vokalmusik, glauben wir, unser intensiviertes Verständnis des Textes sei etwas, das in seiner Musik liege. Das ist ein rührendes Missverständnis. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.